Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Eifel, in Eifel-Krimi. Ihr seht, wir haben eine Düngemission an Stissel. Wir vorne eben den Händler, machen das Ding eben voll und düngen die 48. Das gibt das Schotter für uns. Wir können die Kohle auch mal gebrauchen. Deswegen Feuer frei. Fahren wir eben fix hin. Kein Problem für uns, ne? Ich hatte nochmal 8 Big Packs Dünger gekauft, seht ihr gleich. In unseren Flächen sind erstmal soweit durchgedüngt. Und wir müssen ja auch mal so ein bisschen Tolles machen. Nicht, dass das hier irgendwann aus dem Ruder läuft, ne? Eigentlich könnten wir auch, glaube ich, schneiden, ne? Dann müssen wir mal gucken, ob wir das später noch machen. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Düngemission. Gucken wir noch, was da Phase ist. Wir düngen die 48. Die ist ja direkt da unten beim Händler, da wo ich das Pflanzenschutzen ausprobiert habe, was irgendwie nicht so cool ist. Wenn du keinen Anhaltspunkt hast, weil du gar kein Unkraut da hast. Ey. Die wird wahrscheinlich jetzt im Vorauflauf gespritzt. Ja, war nicht so günstig, ne? Habt ihr ja gesehen. Weil man nichts gesehen hat. Ja, und irgendwie durftest du das ganze Feld komplett abfahren. Dafür ist das echt ein bisschen teuer. Ja, das ist wohl so. Sagen wir, wie es ist. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Das ist kein Problem für uns, ne? Dann muckt für ihn so fix und dann läuft er noch. Wie unseren Roggen, ne? Bin nicht sicher, ich glaube, den werden wir bald häckseln. Ich schätze, dass man das im Mai noch machen muss. Letzte Wachstumsstufe. Ja, wann ist die letzte Wachstumsstufe? Ganz Pflanzensilage wollen wir haben, ne? Deswegen. Langsam fahren. Nee, mit Vollgas, wir haben ja eilig. Müssen wir mal gucken, ne? Das Problem ist, wir müssen uns noch eine Presse kaufen. Da ich ja meine Presse aus Versehen deinstalliert habe, haben wir jetzt natürlich keine Presse mehr, ne? So, und irgendwie haben wir immer noch keinen Stapler oder so. Laden wir dann eben fix so ein, ausnahmsweise. Jetzt hier extra mit dem Telelader hinfahren, ist auch immer doof. Aber wir müssen hier mal einen Stapler hinstellen, dass das mal vernünftig ist. Dass wir hier auch vernünftig arbeiten können, ne? So, wir machen den voll. Junge, 3900 Liter, ey, da geht was rein. Aber was kostet die Welt außer 3,50? Hm? Wie sehr? Standardspruch. Das ist nur ein Spruch, ne? Nicht, dass ihr das ernst nehmt, ne? Heutzutage muss ja alles ganz genau sorgen. Sagen wir, wie es ist. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Erbflug. Wir wollen Düngemission machen. Ich denke, dann werden wir eine Wiese mähen. Ich will mal so ein bisschen was gucken, wie das alles so funktioniert, ne? Also ich werde mit zweimal Wänden spielen. Das ist zumindest, wir können doch hier anfangen. Hier ist das die 48. Hier, warum fangen wir hier näher? Ich werde mit zwei Wendestufen spielen, ne? Ich sag's ganz ehrlich. 3 ist mir ein bisschen heftig. Angewölbt und dann nochmal. So werde ich spielen, ne? Alles andere, ja, ist ein bisschen heftig. Kann man machen, ne? Wenn man da Bock drauf hat, soll man das auch machen. Und wie gesagt, ich werde mit zweimal Wänden spielen. Angewölbt und dann nächste Stufe. Für mich wäre das Horn. Aber dem sind wir noch weit weg. Wir wollen jetzt erst fix hier eben Düngerchen mähen. Kohle abkassieren von Nachbarn. Vielleicht wird die Fläche dann auch billiger. Normalerweise ja. Das ist die zweite Mission. Vielleicht reißen wir uns die irgendwann mal unter den Nagel. Ne? Wäre ja nicht schlecht. Aber bis dahin muss ich mir, glaube ich, erstmal einen Server mieten. Und den Spielstand da irgendwie drauf kriegen. Ne? Muss ich noch machen. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ne? Aber alles kein Problem. Kriegen wir locker flockig hin. Wie gesagt, jetzt ein bisschen Mission nebenher machen. Dann will man wieder ein Portaler einschmeißen, ne? Die Flächen billiger machen. Und wir haben Zeit.
Ja, wir haben Zeit, sagen wir, wie es ist. Wir haben massig Cheat hier. Wir fahren jetzt 18 Kilo, ne, ist Düngemission. Wir wollen uns ja nicht arm machen. Deswegen haben wir die automatische Ausbringmenge auf 18 Kilo. Er hat ja nicht gesagt, wie viel Stickstoff er drauf haben will. Also können wir auch 18 Kilo drauf streuen. Fertig ist der Lachs, ne? Ganz einfach. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Hätte jetzt gesagt, er will 200 Kilo oder so. Ja, dann hätten wir das natürlich gemerkt. Aber er hat nicht gesagt, er will hier 200 Kilo haben oder so. Also für den Dom hier reichen ja 18 Kilo. Normal fällt mir da auch so ja gar keinen Stickstoff mit Position Farming, ne? Aber shit drop. Herrlich, ne? Echt, macht schon Laune, ne? Obwohl ich gestern, glaube ich, ein bisschen mit Spielen übertrieben habe, ne? Ich war gestern ein bisschen länger auf der Holzer Map. Ich habe gestern auszusehen 5 Folgen Holzer Map aufgenommen. Ja, Junge, Junge, das kann ich erzählen. 5 Folgen waren das. Bevor man Roggen nicht so doll wieder düngt. Aber dann ist das mal ausnahmsweise so, ne? Wenn es Spaß macht, muss man spielen. Nee, ich war mit meinem ganzen Kram fertig. Ich habe draußen noch was gemerkt und hier noch gemerkt und da noch gemerkt. Und ab und zu musst du dann halt auch mal was anderes machen, ne? Ich habe den Teich gekümmert, ne? Dann geht ja jetzt auch bald dem Ende zu, ne? Eigentlich müsste ich noch Büsche schneiden, aber da hatte ich heute gar keine Lust drauf. Weil die Biotonne voll ist. Ich muss unsere Magnolie noch stutzen und dann dies noch schneiden und das noch schneiden. Nee. Aber dann ist das so im Leben, ne? Und mein Dachdecker muss ich auch mal anrufen. Ja, gestern mitten in der Aufnahme war ja der Schornsteinfeger da. Fand ich ja nicht so lustig. Also jetzt mal, guck mal, der zeigt das an, wie viel Kilo wir streuen. 18 Kilo Stickstoff. Cool. Boah, einmal rum und schon 1000 Liter drauf. Boah. Oh nein. Ja, aber durch die Mission haben wir den Dünger dann wieder raus. So ist der Sinneswandel dahinter. Ich weiß auch nicht, wie die Missionen sich jetzt hier verhalten. Aber ich fand das. Ja, was sollen wir jetzt hier rumdümpeln und nur spulen? Dann können wir auch ein bisschen Kohle mitnehmen. Das ist zumindest gerade meine Denkensweise. War ziemlich lukrativ. Von daher nehmen wir es eben mit, die Kohle. Kein Problem für uns, oder? 800, dann läuft hier. Wie Döttgen. Ich glaube, wir müssen auch noch eine Ruftankstelle platzieren. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht. Und ich muss den ausmachen. Ich spiele nicht mit Position Farming, ne? Hab ich total vergessen. Dann können wir eben hier rumheizen, ne? Kommt ja jetzt mit dem Pearl, ne? Da habe ich mit der Spritze drin festgehangen, ey. Das war nicht lustig. Hatte ich ein leichtes Aggressionspotenzial, ne? Kennt man ja bei mir. Dann kommt der Autismus durch und dann war nicht gut. Aber egal. Ja, manchmal gibt es so Phasen durch den Autismus, da werde ich richtig aggro. Dann gibt es auch so Phasen, da gehst du mir besser aus dem Weg. Ja, Svenny ist nicht immer nur lieb und nett. Was viele wahrscheinlich gar nicht glauben, ne? Ist aber so. So. Guck mal, das machen wir eben zusammen fertig. Damit ihr das auch seht, dass wir Kohle einheimsen. Da war, glaube ich, noch eine Düngermission. Ich guck mal, ob wir die dann noch mitmachen. Wenn das nächste Wald zu vorne ist, dann fahren wir da eben fix hin und machen das eben fix für den Bann. Wir waren aber auch, glaube ich, nur noch 3800 Euro rum, aber.
Was wir an Geld haben, haben wir an Geld. Da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Ne? So muss man das sehen. Was du an Torlas hast, hast du an Torlas. Ja, guck mal. Die GPS läuft hier, ne? Sollen wir uns nur ausrichten? So, guck mal. Da der Nachbarn ja ohne Vorgassen gesehen hat. Ich sehe ja eigentlich immer ohne Vorgassen, ne? Wisst ihr ja? Weil ich da eine andere Meinung zu hab, ne? Zu Fahrgassen. Viele, ja, Fahrgasse hier, Fahrgasse, ich halt da nichts von. Ich bin auch ganz ehrlich. Es kann aber auch sein, weil ich erstens bin ich gewohnt ohne Fahrgasse und zweitens liegt es auch am Boden, Fahrgasse. Ja, Winderosion und dies und das und Zwiewuchs und das und jenes. Deswegen sind wir mal ganz ehrlich, fährst du durchs Getreide nach einer Zeit, hast du eine Fahrgasse eh drin. Wenn es nass ist oder so. Von daher bin ich dann nicht so ein Freund von Vorgassen drillen hier und dorne. Kann ich ja immer wieder nur sagen, aber es ist auch so. Aber das muss zum Glück jeder für sich selbst entscheiden. Und da wir ja in Deutschland leben, wo man noch sagen darf, was man will oder möchte. Noch. Aber nicht, wenn du YouTube bist. Dann darfst du auch nicht mehr das sagen, was du denkst. Ist halt so. Guck mal, das läuft damit. Fast fertig, 94%. Guck mal, da wird der Nachbar aber fröhlich sein, wenn wir das hier gleich alle abgerödelt haben. Ne? Satan, der hat aber auch ganz schön Dünger gekostet. Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Fast die ganze Ecke abgedüngt. Naja, dann ist das so. Tippitoppi, ne? Tippitoppi, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn nicht mehr machen wie nötig. So, guck mal. Schließen wir die Lohndienstleistung eben ab, ne? Hier auf Feld 48. Woll ist fertig. Guck mal, 13.000. Haben wir 5.000 Gewinn gemacht. Wo ist denn die 45? 45. Wo ist die? 49? 47? 46? Oder waren wir noch nie, ne? Sind aber ein paar Meter zu heizen, du. Ach, das ist hier runter. Ach, wisst ihr was? Den mache ich noch. Lad eben den Dünger ein. Und dann fahr ich da noch hin. Was du fertig hast, hast du fertig. Die Taula ist auf Tisch. Sagen wir, wie es ist. Und wir fahren eben hier durch die Fahrgasse zurück, ne? Die nicht vorhanden ist. Düngen eben für den Nachbarn die vom Quatsch. Und dann gucken wir mal. Ich denke, dann werde ich mähen. Ist sicher. Ja, ich weiß, dass ich dann noch keinen Stickstoff gestreut habe. Ich wollte nicht durchs Gras fahren. Kollege, moin! Kommst du denn hier? Herrlich, herrlich, herrlich. Wie gesagt, irgendwann müssen wir uns hier mal so einen Stapler hinstellen. Könnten wir eigentlich gleich machen, aber ich wollte eigentlich gucken, ob wir irgendwie noch Fläche dazu kriegen. Mich schwebt es nämlich eigentlich vor, hier hinten noch den Roggen zu kaufen. Wo waren wir denn? Oh, ne. Ne, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, Svenny. 732.000 Euro, das lass mal stecken, ey. Wegen GPS-Häcksel, ne? Wir brauchen ja doch so ein bisschen Gemüse. Dann wäre das eigentlich ganz sinnig gewesen, aber für die Tollers, dann lass mal. 732.000. Wahrscheinlich
Ja, dann brauchst du aber auch einen Tag mehr, du. Du musst ziemlich zeitig anfangen zu hexen, ne? Bis du damit durch bist? Junge, Junge, aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.